Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Nira Oni. So, ich habe mich schon ganz kurz umgeschaut und es war gar nicht so schwer. Anscheinend ist hier dieses Kniebild hier runtergefallen irgendwann. Vielleicht schon früher, ich weiß es gar nicht. Ich habe es nicht so recht mitbekommen. Und da scheint nochmal eine Stelle zu sein, wo ein Lever rein kann. Ja, das Ding hier, ne? Machen wir mal rein. Okay. Soll ich daran wirklich ziehen? Ja. Tja, ich weiß nur nicht, was passiert ist. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal schauen, welche Türen waren denn noch zu? Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Okay, die war sowieso offen, aber wir kommen nicht wegen der Box durch. Nee, okay, dann müssen wir unten nochmal schauen. Immer schön speichern hier. Oh, jetzt habe ich schon wieder falsch gespeichert, egal. Oh, ich weiß es gerade nicht. Wir probieren aus. Ah, hier waren wir. Oh, nein, dieses Ding da. Die Kakerlake ist da. Oh, Scheiße. Die Kakerlake ist ganz schön hartnäckig. Gucken wir mal hier. Okay. Habe ich jetzt dran gezogen? Ja, wir hatten nochmal gespeichert. Okay. Momentan scheint sie ja nicht da zu sein. Gehen wir jetzt mal rechts lang. Ach nee, genau. Hier waren wir. Oh nee. Jetzt höre ich sie nicht. Dann bleibt ja eigentlich nur der Raum. Ich glaube, der war auch zu gewesen. Ach, da waren doch auch die beiden Punkte. Das hatte ich doch noch gesagt, glaube ich. Was war das? Hier ist ja gar nichts. Hä? Aber ein Geräusch war draußen auf jeden Fall. Vielleicht hat sich irgendwas verändert. Hallo? Ich speichere nochmal. Hallo? Vielleicht ist hier oben jetzt... Ja, sehr gut. Das ist nämlich der einzige Raum, der uns hier, glaube ich, noch fehlt. Nein! Was ist das? Viel zu viele Kisten. Da kommen wir nicht durch. Okay. Okay. Da ist eine Kiste im Weg. Ah, hier sehe ich es nicht so richtig. Vielleicht so. Und dann so. Was ist das da? Mika Voodoo Doll. Aha. Seltsam. Eine Voodoo-Puppe von Mika? Hier geht's nirgendwo lang. Hier kann ich nicht schieben. Hier kann ich schieben, aber das bringt nichts. Hier kann ich so noch schieben. Ah, jetzt so? Was haben wir da? Ach, scheiße, ich komme da nicht durch. Ah, doch, ich komme durch. Ah, die 3D-3F-Card für den dritten Floor, das dritte Stockwerk. Sehr schön. So, eine Voodoo-Doll. Wer lässt denn eine Voodoo-Doll hier im Krankenhaus rumliegen von einem meiner Freunde? Was soll das? Ist ja eine Sauerei. So, jetzt kommen wir also oben lang. Das ist gut. Dann bahnen wir uns mal den Weg dorthin durch. So. Ah, ich mag diesen Ort hier irgendwie nicht. Hier war ja auch noch irgendwas gewesen, ne? Ach ja, komische geheime Buchstaben oder sowas. So. Wunderbar. Das wäre dann offen. Wir speichern. Ist hier ein Weg? Ja, hier ist ein Weg. Verflixt. Wir gucken erstmal hier. Gut, das ist versperrt. Hier ist nichts. Gucken wir hier noch. Hier ist auch nichts. Der Stuhl ist auch nichts. Ist auch versperrt? Meine Güte. Ja, dann müssen wir ja hier lang. Angst. Oh, hier geht's auf. Okay, gespeichert. Oh, oh nein, schon wieder eine Box. Okay. Und Vorhänge. An den Computer geht er nicht, weil der Stuhl davor ist. Das geht dann natürlich nicht. Man kann nicht an Computer, wo Stühle vorstehen. Ein junger Schlüssel erhalten? Was soll das denn? Ja, wie kann ein Schlüssel jung sein? Das frage ich mich auch. Gucken wir hier mal zur Sicherheit. Wieso ein junger Schlüssel? Das ist echt seltsam. Sekunde, ich drück mal einmal. Nö, passiert nichts. Okay. Hier scheint überall nichts zu sein. Ah, nochmal speichern. Man kann hier nicht häufig genug speichern. Okay, was haben wir denn hier? Ah, die scheint fest in, also fest zu sein, aber ein kleiner Spalt ist offen. Vielleicht geht das mit der Crowbar. Super, oder? Wow! Oh mein Gott!
Nein! Oh nein, nein. Oh, der erwischt mich doch. Scheiße. Verflixt. Okay, jetzt das Richtige nehmen. Welches ist das längste? Dieses hier. Ich habe irgendwie mal wieder totalen Schwachsinn geklickt. Okay. Nächstes Mal gehe ich unten lang. Ui! Nein, 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 nein. Nein! Oh. Ich sag's gerade noch. Nächstes Mal gehe ich unten lang. Und was mache ich? Ich gehe links lang. So. Jetzt aber. Hier. Unten lang. Sofort unten lang gehen. Sofort unten lang gehen. Unten lang. Sofort unten lang gehen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich mache das an sich ziemlich gut. Wenn es jetzt klappt. Oh. Geschafft. Super. Dann können wir jetzt wohl in den Raum rein. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ja, hoffentlich nicht schon wieder ein Oni, weil den haben wir ja eben abgehängt. Das wäre ein bisschen unlogisch, wenn er da jetzt schon wieder drin ist. Okay, was haben wir hier? Ah, das sieht ein bisschen nach den Symbolen aus auf dem... Oh mein Gott, aber irgendwie ist das nicht gerade viel. Sekunde. Was habe ich hier denn aufgeschrieben? E ist ein Kreis. F ist... Ich glaube, da ist ein System hinter. Sekunde mal. Kreispunkt, ABCFGH. Kreis-Punkt-Punkt. I ist Kreis unten. Und hier drüben haben wir R, Quadrat. Oh Mann, oh Mann. S, Quadrat unten Strich. T ist eine neue Form, Dreieck. V... Ja, ich glaube, das befolgt ein gewisses Muster. Müssen wir gleich mal gucken. Müsste Z... Nee, VW... X müsste jetzt... Genau, ein Strich unten sein. Dann können wir eigentlich auch... Q zum Beispiel müsste dann... So, ein Strich und 1. N, O, P... Wäre dann... So. M, N, O... So. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, müssen wir einfach gleich mal schauen. Safe. Was haben wir hier denn noch? Da ist nichts. Was haben wir da? Bücher. Aber da passiert nichts. Und hier passiert auch nichts. Dann ist es wahrscheinlich nur der Code. Huch. Oh, jetzt habe ich auch noch Slot 1. Was ist hier noch? Verdammt. Okay. Ich glaube, da gehen wir nicht lang. Welches ist jetzt das längste? Ich komme echt durcheinander. So. Okay, dann gucken wir doch erstmal hier, dass wir den, dass wir das da an der Wand entschlüsseln. Diese Plakette oder wie man das nennt. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Okay, also ich nehme mir nochmal einen zusätzlichen Zettel. Also. Okay. Wir haben also... H, würde ich sagen. H, F und ein Strich. Ah nee, und ein gerader Strich. Aber das weiß ich ja nun wirklich nicht, was ein gerader Strich ist. Außer man sagt, dass das A, B, C, D... Sekunde, wenn ich... A, B, C... Sorry. A, B, C, D... Dann wäre das das, das, das und das. Okay, das könnte sein. Dann hätten wir... Sekunde nochmal. Ich hab's gleich. Ist das überhaupt ein Kreis oder was soll das sein? Wieso musste das jemand so ungenau dahin kritzeln? Finde ich echt blöd. So, dann wäre es A. Dann wäre das ein D. Dann wäre das auch wieder ein D. Dann wäre das ein... Was ist das denn? Ein Quadrat mit Strich drunter? Oder ein Kreis? Das ist jetzt die Frage. Also entweder A oder S. Oh Mann. Dann haben wir ein R, würde ich sagen. Ich denke, das ist eher ein Kreis. Das wäre nach meinem Plan C und ein T. Das da erkenne ich gar nicht. Das weiß ich nicht, was das sein soll.
Und das weiß ich auch nicht. Aber es würde sich anbieten, wenn da steht Head directly. Dann wäre das ein YL. Das würde jedenfalls Sinn ergeben. Begib dich direkt. T. O. Das würde auch Sinn ergeben. Zu. Und jetzt ein Dreieck. To. T. Ist das ein Kreis? Ich weiß es nicht. To the. Ah, nee, the wahrscheinlich. To the. Ja, das passt. Head directly to the. R. I. G. H. T. Head directly to the right. Okay. Krass! Casey, ich bin's! Wow, geh weg, ich! Warte mal. Woher weiß ich, dass du es wirklich bist? Naja, warte. Was? Was ist, wenn du nur ein Monster bist, das so tut, als wäre, als würde es mit Hiroshis Stimme sprechen? Wie sollte ich das überhaupt tun? Casey, hör mal. Oder schau mal. Hiroshi! Casey, bist du in Ordnung? Mir geht's gut. Wie sind, ich meine, beruhige dich. Denk darüber nach, was du eigentlich sagen wolltest. Wir sind alle ein bisschen durcheinander, aber... Wir? Ist irgendjemand bei dir? Ja, das ist vielleicht am wichtigsten, oder? Dass wir Ryan gesehen haben. Das ist ja seine kleine... Ihre kleine Schwester. Ich komme ganz durcheinander. Ich habe ein bisschen auf Ryan aufgepasst. Ryan, ist sie in Ordnung? Wo ist sie? Wir wurden getrennt. Hiroshi, sag mir bitte nicht, dass du sie zurückgelassen hast. Nein, ich verspreche dir. Wir waren genau da und dann war etwas im Raum mit uns. Und ich habe ihr gesagt, sie soll gehen. Und als sie dann draußen war, war sie... Was war in dem Raum? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Ryan dort draußen alleine ist mit etwas... Wie? Wieso etwas, das dort drüben in dem Schrank ist? Dieses Ding macht mir Angst. Was? Was ist denn in dem Schrank? Nee, Closet ist, glaube ich, so dieser kleine Abstellraum. Da drin ist ein Monster. Was? Wieso bist du denn dann hier draußen? Ich möchte nicht wirklich reden. Ich habe Angst. Ich meine... Hä? Wovon redet sie eigentlich? Ich habe versucht, ein bisschen zu untersuchen, also ein paar Untersuchungen hier zu machen, um herauszufinden, was los ist. Hier sind eine Anzahl an medizinischen Journalen in den Bücherregalen, die laut denen man sagen könnte, dass... Warte, warte. Was ist in dem anderen Raum, Casey? Und ich habe nichts zu Genaues gefunden, aber die Stufen herab, also eine Ebene tiefer, habe ich ein paar Kritzeleien in einer Schublade gefunden und laut denen könnte es sein... Casey! Ich möchte nicht über ihn nachdenken. Was? Sitzt er da einfach nur drin? Macht er da gerade Mittagsschläfchen oder was? Er ist gefangen, hinter einem Käfig. Ich habe ihn da drin gefangen. Wie hast du das denn hingekriegt? Er hat mich verfolgt. Da war ein Schlüssel auf dem Boden und ich... Macht es dir etwas aus, wenn ich mich dort mal umschaue? Nein, bitte nicht. Ich meine Hiroshi. Gib mir 10 Sekunden. Oh, wieso geht er von selbst? Ach, wie... Ah, cool. Okay, ich kann nicht speichern. Das ist ja ätzend. Hallo? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gehe wieder raus. Oh, bist du in Ordnung? Ah, ja, mein Gott. Mir geht es gut, Casey. Er wird uns da drin nicht wehtun. Und so wie es ausschaut, läuft er ziemlich langsam. Nicht zu vergleichen mit der Kakerlake. Kakerlake? Was meinst du... oh nein, das ist leider ein anderes Monster, dem ich über den Weg gelaufen bin. Genau als ich mich selber geopfert habe, um Ryan zu retten. Oder als das schreckliche Monster Ryan hinterhergejagt ist. Ich nehme mal das Erste. Es rennt ziemlich schnell. Ich musste Ryan einfach aus dem Raum rauskriegen. Deswegen, das ist der Grund, warum sie nicht hier ist. Ich habe mich außerdem in den Weg geschmissen, denn ich dachte, dass das Ding sonst vielleicht Ryan angreift.
Ich hätte dir vielleicht geglaubt, wenn du nicht den letzten Satz hinzugefügt hättest. Naja, ich hab's mal versucht. Verdammt. Vielleicht bin ich die schlimmste Schwester. Nein, Casey. Ich bin mir sicher, niemand von uns hätte sich vorstellen können, dass so etwas geschehen könnte. Ich weiß aber, ich hätte mich direkt um sie kümmern sollen, als zum ersten Mal die Lichter ausgingen. Ich bin mir sicher, es ist alles sehr schnell geschehen. Mach dir deswegen keine Vorwürfe, Casey. Wer denn dann? Wessen Fehler ist es? Wessen Schuld? Meine. Ich war diejenige, die gesagt hat, wir sollten hierher kommen. Aber Takeshi sagte... Nein, ich war es, der ihm von diesem Ort erzählt hat. Alles, was ich wusste, war, dass es verlassen war und... Und ich dachte, dass es ein Krankenhaus ist. Das ist alles. Casey. Wir werden Ryan finden und hier rauskommen, Casey. Okay? Bist du dir sicher? Naja, beide sind nicht so geil. Ich nehme jetzt mal... Naja, Wir können uns wahrscheinlich nicht sicher sein, richtig? Auf jeden Fall müssen wir weiter. Es macht keinen Sinn, hier rumzustehen. Nicht an diesem Ort. Aber wenn wir rausgehen, dann laufen wir vielleicht diesem Monster über den Weg. Wäre es dir nicht lieber, Ryan zu finden, bevor etwas anderes sie findet? Ah, natürlich. Es ist nur... Bla, okay. Ich bin halt nicht sehr mutig. Du bleibst direkt an meiner Seite, richtig? Ich... Natürlich. Dieses Mal schwöre ich es. Hä? Was meinst du damit? Ist auch egal. Lass uns gehen. Okay. Ich kann immer noch nicht speichern. Wieso kann ich nicht speichern? Ach, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Okay. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den alten Schlüssel. Wenn ich hier gucke, können wir nichts machen. Da auch nicht. Dort auch nicht. Oh! Und hier auch nicht? Nö. Ach, das war so klar. Das war so... Ach nee, da ist er ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen eben. Aber hier ist keine Szene, wo er an die Gitterstäbe fasst. Okay. So, wir haben also noch einen Schlüssel gefunden. Einen alten und einen jungen Schlüssel. Aha. Müssen wir mal ausprobieren, wofür das ist. Hier müsste ja jetzt alles erledigt sein. Und unten waren eigentlich keine Türen mehr gewesen. Das ist versperrt. Und keiner der Schlüssel scheint zu passen. Aha. Oh, nee. Sekunde, ich speichere nochmal. So, was haben wir denn hier? Da sind ein paar Zettel. Wenn du keine Hoffnung hast, umzingelt das Beste, dich selbst zu umzingeln. Hä? What? What? Oh je, Kistenrätsel, Kistenrätsel. Was ist hier? Ach nee, da. Hä? Was? Hä? Oh, scheiße, der war aber schnell. Ach, ich glaube, ich verstehe. Sekunde. Wo waren wir denn jetzt das Neueste? Das hier. Wenn du hoffnungslos umzingelt bist, umzingel dich selbst. Aha. Ich verstehe, glaube ich, was wir tun sollen. Ich finde es nicht gut, aber okay. Ich nehme an, wir sollen hier eine Barrikade bauen. Weil wir keine Chance gegen ihn haben. Ich hoffe nur, es reicht. Diese Anzahl an Kisten. Geht das... Nee, nee. Also es geht nicht über das Dunkle hinaus. Man kann nur bis zu dem dunklen Teil. Weiter geht es nicht. Okay. Da ist ein Stuhl, da wird er nicht durchkommen. So. Vielleicht mache ich erst hier. Oh Mann, oh Mann. Okay. So. Da kommt er nicht durch. Und was haben wir hier denn noch? Hier müsste noch einer hin und da, glaube ich. Ne? Das würde schon reichen. So. Ich weiß nicht, ob wir an dem Stuhl vorbeikommen. Doch. So und
Den hier noch. Dann haben wir sogar noch eine Kiste übrig, aber die kriegen wir auch nicht von der Wand ab. Von daher... Oh Gott, okay. Gucken wir mal, ob es so reicht. Ich hab Angst. Tu etwas, ich höre, wie er kommt. Ich auch. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Okay, das sieht gut aus. Yay, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Hiroshi, ist er fort? Ich denke schon. Ich habe gehört, dass die Tür hinter ihm zugefallen ist. Jetzt können wir gehen, richtig? Ich glaube an das, was ich sehe. Ich glaube an das, was ich höre. Ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Ich würde nicht davon ausgehen, dass dieses Monster nicht intelligent sein könnte. Also, glaubst du wirklich, dass das hier ernsthaft geschieht? Ich kann das immer noch nicht. Ich habe das Monster gesehen und du auch, also muss es real sein. Es hat Mika getötet, also... Du hast gesehen, wie das Monster Mika getötet hat? Nein, aber ich... Naja, nein. Ich habe nichts gesehen, denke ich. Ryan! Scheiße. Okay, jetzt ist es weg. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Ich möchte nur nach Hause, Hiroshi. Lass uns weitergehen. Wir müssen zuerst die anderen finden. Ja, sie könnten überall sein. Oh Gott. Oh mein Gott. Wird wirklich eine sehr lange Nacht sein. Ich bin dazu bereit. Irgendetwas sagt mir, sie sind viel näher, als wir denken. Ja, Ryan war auch eben genau da. Okay, speichern wir nochmal. Oh Gott, sei Dank. Okay, hier kommen wir durch. Puh. Was haben wir jetzt überhaupt eingesammelt? Stairs Key? Ein Schlüssel zu einer Treppe? Aber wir haben ja noch einen Schlüssel. Sekunde mal. Sekunde. Hierfür wahrscheinlich, oder? Hä? Hier waren wir schon drin? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Und in dem waren wir auch. Und da war die Kakerlake. Ich weiß nicht genau, wofür ist denn der junge Schlüssel, den wir haben? Was haben wir denn hier noch? Nichts. Nichts, 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 nichts. Da kommen wir ja gar nicht durch. Oder kann ich die Stühle bewegen? Nee, kann ich nicht machen. Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Nein, 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 nein. Okay, geschafft. Jetzt können wir wohl hoch. Was ist denn nur da rechts, Manno? Müssen wir auch nochmal versuchen. Ja, hier, genau. Hoch geht's. So, was haben wir hier? Oh, Draw Key. Hä? Draw Key? Für was brauchen wir den denn? Was ist das hier? Oh, ist versperrt. Okay, hier ist nichts. Hier ist ein Schrank. Da ist nichts. Hier ist ein Loch. Aber da können wir nichts machen. Okay, also geht's nur um den Draw Key, oder? Aber was ist... Das ist ja ein... Aber hä? War denn irgendwo ein verschlossener Draw? Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so recht erinnern. Müssen wir eigentlich alle Sachen nochmal ausprobieren, ne? Mir fällt jetzt gar nichts ein dazu. War hier irgendwas? Ach, der Raum mit den Kisten. Nein. Das weiß ich jetzt echt nicht. Wo das zum Einsatz kommt. Wir haben zwei Schlüssel noch. Das ist echt unglaublich. Und wir haben immer noch Hydrochloroxin. Und wissen nicht, wozu das ist. Sehr verdächtig. Sehr, sehr verdächtig. Hier war doch auch nichts gewesen mit einem... Nö. Boah, wir nehmen schon voll lange auf, ne? Wir müssen mal eine Pause machen. Das geht ja gar nicht. Schon wieder voll die Endlos-Parts, die ich hier mache. Sorry. Ich vergesse immer die Zeit dann. Und dann nehme ich immer weiter und weiter und weiter auf. Dann müssen wir ja eigentlich nochmal runter. Ich kann mich nur eigentlich gar nicht dran erinnern, dass da irgendwo noch ein verschlossener Drawer gewesen wäre. Aber sonst schaue ich mich schon einmal um. Dann können wir direkt in der nächsten Folge weitermachen. Wenn ich diesen mysteriösen Drawer gefunden habe, ich suche einfach nochmal alles ab. Okay, ich freue mich auf jeden Fall schon total auf die nächste Folge. Und dann sehen wir uns. Also bis dann. Ciao, ciao.